ein Gepard hat ein gewisses Potenzial. Er kann 120 km/h laufen. Wenn der Gepard aber in Gefangenschaft geboren wurde, dann wird dieser Gepard in der Natur nicht überleben können, weil er nie gelernt hat, sich selbst zu ernähren. Er hat ja nur gelernt vom ersten Tag seines Lebens, dass sein Futter von einem Tierwärter kommt. Und er konnte in seinem Gehege ja nie 120 km/h laufen. War das nicht in sich der Gepard? Das ist die Sehnsucht. Aber es kommt nicht. Der Gepard wird nicht überleben. Ja? Er wird nicht überleben. Das heißt, dieser Gepard, der in Gefangenschaft geboren wurde, der lebt ein limitiertes Leben. Das heißt, er hat zwar ein Potenzial, ein großes Potenzial, aber der müsste wirklich an sich arbeiten, um dieses Potenzial freizusetzen. Und das ist das, was mich interessiert. Ich weiß, dass ich als Mensch in derselben Situation bin. Die Verhaltensforschung spricht vom Homo sapiens als selbstdomestizierter Spezies. Ja, aber gut, die Menschen sind drinnen in dieser Selbstdomestizierung und jede domestizierte Spezies ist eine limitierte Spezies in Bezug auf ihr eigentliches Potenzial. Und es gibt keine Forschung. Was wäre ein nicht domestizierter Mensch? Welche Fähigkeiten hätte er? Die gibt es ja nicht. Warum? Weil die einzige Möglichkeit, das zu erforschen, ist, wenn du einen Menschen entdomestizierst. Und das macht ja keiner. Es reden welche wie der Robert Betz zum Beispiel, ne? Der vor tausenden Menschen davon spricht, man müsste eigentlich jeden 17-, 18-Jährigen einmal für längere Zeit auf eine Insel schicken und ihn deprogrammieren. Super, aber er macht es ja selber auch nicht. Das heißt, die reden alle nur viel Blabla, reden von Deprogrammierung, dass man eigentlich müsste, nur es macht keiner. Solange der Adler im Hühnerstall leben bleibt, kann er ja nicht zum Adler werden. Weil er immer mit den Hühnern interagiert. Und dieses Menschprogramm, das ist ansteckender als jeder Virus. Weil das Menschprogramm wird übertragen allein durch Zuschauen. Wenn ein Kind seine Eltern rauchen sieht, kann es gar nicht anders als eine gewisse Affinität zum Rauchen haben. Und wenn nicht starke Impulse dagegen sind, dass er, was weiß ich, einen geliebten Großvater hat, der nicht raucht oder was auch immer, wird dieses Kind rauchen, kann gar nicht anders, wenn es nur Raucher um sich herum sieht. Weil das für ihn Teil des Lebens ist. Ja? Und das heißt, damit dieser Adler, der im Hühnerstall jetzt sagt, hey, ich möchte wissen, ich möchte meinen Adler. Es ist nämlich eine Illusion zu sagen, ja, dann geht er halt mal raus und fliegt 3 Runden. Nein, so weit kommt er überhaupt nicht. Weil der Adler, der im Hühnerstall ist und jetzt ein Adlerseminar besucht oder trainiert und dann auf einmal 10 Meter fliegt, während alle anderen Hühner gerade mal 3, 4 Meter zusammenbringen, da fühlt er sich schon super. Weil er es der Superhuhn ist. Und weil er es der Guru unter den. Das ist der Guru jetzt. Der kann 10 Meter fliegen. Ja, super. Jetzt werden ihn die anderen verehren. Und das ist noch mehr Schulterklopfen. Ja? Ja, Siehst du das Problem? selbstverständlich. Ja? Das ist die einzige Möglichkeit, dass der Adler wirklich das wird, was er ist. Und das ist nur. Ja, ist, dass er sagt, ich gehe aus dem Hühnerstall raus.